So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Adi Schatz, alles Gute. Nein, Spaß, ist natürlich nicht sein Geburtstag, aber wir haben trotzdem was Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi hat mir nämlich was mitgebracht, ja? Immer wenn ich artig war, kriege ich was geschenkt und manchmal bin ich artig und deswegen hat sie mir was mitgebracht und das sind Fackelbrot. Also das ist Fackelbrot. Ich habe jetzt, wie soll ich euch das zeigen? Ja, das ist hier in so einer Packung drin. Ne? Sieht aus einfach wie zwei Wraps oder zwei Dönerrollen, je nachdem. Ist eigentlich für den Grill gedacht. Aber weil ich gerade nicht grill und weil ich nicht wegen zwei Fackelbrotenen Grill anmachen muss, fällt mir eigentlich theoretisch, könnte ich meinen Elektrogrill testen. Ich weiß es gerade nicht. Hier steht Fackelbrot. Ich drehe das mal kurz rum. Versuchen euch das mal zu zeigen. Chicken Teriyaki, Churras Charia, seit 1856 mit Bart, frische Küche. Fackelbrot, Chicken Teriyaki, gefüllte Weizen-Tortilla mit einer gegarten Hühnchen-Hackfleisch, Zubereitung typisch asiatisch gewürzt. Zubereitung, die Fackelbrote auf dem Grill 4 bis 6 Minuten grillen oder im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 8 bis 10 Minuten backen. Verbrauchen bis 6.4. Morgen ist der 1.4. bei mir. Jetzt könnte ich die wirklich eigentlich, die wollten wir zum Grillen mitnehmen. Das Grillen am Freitag fällt wahrscheinlich aus, wegen turbulenter Differenzen, ja. Ramses der Böse. Und ich wollte die deswegen jetzt mal im Backofen machen und mal gucken, wie die schmecken. Ich weiß nicht, der Backofen, ihr wisst genau, wenn ich was im Backofen mache, es wird immer kohlrabenschwarz. Der Backofen macht, was er will. Elektriker ist eingeschaltet, aber irgendwie hat sich da jetzt noch keiner gemeldet. Ich mache die trotzdem mal im Backofen, denn für einen Elektrogrill ist das, glaube ich, auch schwachsinnig. Hauen wir jetzt rein, melden uns gleich zurück, wenn die fertig sind und hoffentlich sind die nicht schwarz. Ich mache es genauso, wie es draufsteht, die sind nicht gefroren, da kannst du eigentlich nichts falsch machen, ja? Und dann gönnen wir uns zwei lecker Schmecker Fackelbrote mit Chicken Teriyaki. So, die Chicken Teriyaki Spieße, also das Ofenbrot, Holzbrot, Dings, Ofenbrot, nee, wie heißt denn das? Das Stangenbrot, das irgendwas ist auf jeden Fall fertig. Adi, nein, Adi frisst das Papier. Sieht natürlich wieder mal wunderbar aus. Hier, der Stiel ist schon schön schwarz. Wenn wir das mal rumdrehen, sehen wir, wie gut das Backpapier gearbeitet hat. So sieht das also aus. Sieht aus wie zwei Bananen, die schon länger liegen und innen drin schon braun sind. Wir wollen das jetzt aber mal testen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso das unbedingt hier an so einer Stange ist, weil ihr haltet das hier fest, das dreht sich rum, ja, so. Ihr könnt das einfach hier rausziehen und das war's. Also theoretisch hättet ihr es auch einfach so hinlegen können und hättet das dann wie ein Wrap gegessen. Wir beißen jetzt einfach mal hier rein, auch wenn es irgendwie ziemlich schwarz riecht. Also bis jetzt merke ich nur trockenen Teig. Da richtig schön zerblättert im Gesicht. Gerade an den schwarzen Stellen. Nein! Okay, Adi probiert auch. Nein, Adi, jetzt warte mal. Je weiter man reinkommt, desto weicher und würziger wird es. Hat irgendwie so eine breiige Konsistenz. Ah, die ist halt richtig am Abdrehen schon wieder. Warte, was ist? Dann nimm dir halt ein Stück. Ja, so reicht es doch, oder? Herr Adi macht bessere Bissen als ich. Also es ist natürlich jetzt schon kalt, das lag bestimmt jetzt eine Stunde hier rum, weil ich die ganze Zeit noch telefoniert habe. Hat, da stand ja auch irgendwie asiatisch gewürzt oder so, mit asiatischer Würzung. Hat, ich muss ihm vor die Brust greifen.
Hat auf jeden Fall irgendwie einen leicht süßlichen, würzigen Geschmack. Also ich würde das schon wie eine Frühlingsrolle einschätzen. Mann! Jetzt lass mich doch mal. Nein! Ist also ganz okay. Ich glaube, wenn man das frisch auf den Grill nochmal draufschmeißen würde, hätte das noch ein ganz anderes Feeling. Ich weiß auch nicht, ob es da verschiedene Sorten davon gibt, weil das ist ja extra Chicken Teriyaki. Ob es da jetzt noch Barbecue-Brot gibt oder sonst wie. Wenn ihr das irgendwo seht, probiert das halt mal. Für meinen Ofen ist es jetzt nicht so besonders und muss ich auch, glaube ich, nicht nochmal essen. Ist irgendwie total so sämig innen drin. Also hat einen interessanten Geschmack, aber trotzdem würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wow. Trocken.